Debakel bei der staatlichen Pensionskasse steckt noch allen in den Knochen. Zu lange ist zugewartet worden, das heisse Eisen anzulangen. Mit Kürzungen sind ja keine Wahlen zu gewinnen. Bis das Loch am Schluss über 300 Millionen Franken betragen hat. Und alle Steuerzahler für so Säge von ein paar wenigen mussten blechen. Jetzt steht beim noch wichtigeren Sozialwerk, der AHV, eine Reform bevor. Noch liegen Milliarden in der Kasse. Vielleicht trügerisch viel Geld, denn bekanntlich reagiert der Mensch nur bei einem gewissen Leidensdruck und den gibt es natürlich bei einer Reserve von 10 Jahresausgaben nicht wirklich. Der Nährboden ist also gegeben, dass mit populistischen Parolen und in der Hoffnung auf Wählerstimmen wichtige Massnahmen rausgeschoben werden, wie schon bei der Pensionskasse. Klar, niemand freut sich über einen höheren AHV-Abzug, dass er länger arbeiten muss und aus Weihnachtsgeld gestrichen wird. Wenn man aber nur schon an die höhere Lebenserwartung denkt, müsste jedem klar sein, dass die Pensionierung nicht auf ewig bei 64 Jahren bleiben kann. So gesehen wirken die jetzt vorgeschlagenen Massnahmen nicht sehr gewagt. Und unter den jüngeren Leuten geht zu Recht Befürchtung um, dass sich die ältere Generation heute auf ihre Kosten aus der AHV-Kasse bedient. Früher oder später, da scheint es keinen Zweifel zu geben, wird das Rentenalter sowieso auf 67 oder sogar noch weiter erhöht. Darum würde man sich wünschen, dass bei der bevorstehenden AHV-Revision nicht nur eine einmalige Erhöhung um ein Jahr durchgeführt wird, sondern die Pensionierung sich automatisch der Lebenserwartung anpasst. So könnten auch politische Diskussionen alle paar Jahre verhindert werden. Denn dass auch jetzt vor allem auf die Stimmen der treuen, älteren Wähler geschaut wird, zeigt schon der Umstand, dass das Rentenalter 65 erst ab 2023 eingeführt werden soll. Auf keinen Fall die Älteren verrückt machen. So bleibt der Wunsch, dass der Gesellschaftsminister Mauro Pedrazzini den Mut bei der AHV-Reform nicht verlässt. Aber wenn man an die Krankenversicherung denkt, muss man wohl sagen, dass Wünsche halt doch nur zum Fest von nächster Woche passen. In dem Sinn, schöne Weihnacht. HW Baby Center Bad Ragaz. Auf Sie warten über 70'000 Artikel auf 2'500 Quadratmeter rund ums Baby und während die Mamis. Über 300 Kinderwagen, komplette Kinderzimmer, Mode fürs Mami und das Kind, Spielsachen, Autositz und. Einfaches Paradies für Ihres Familienglück. HW Baby Center, Autobahnausfahrt Bad Ragaz Nord.